Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu Combat Hero Adventures. Wo wir einfach direkt mal in die Kampagne starten. Learn to play? No, leave me alone. I know how to play. Okay. Difficulty medium ist okay. Mission 1, once upon a time. Some time ago, in some other place. That is some great farming you're doing there, son. I'm so proud and happy to be here in this town and totally not under attack. I agree, Dad. I'm having a great time living as a simple farmer and not being under attack. Yes, indeed. Idyllic, peaceful farm life is wonderful. Not being attacked is totally great. Wer konnte damit rechnen? Dad! No! Yeah. Max, we're under attack. We need your help up here. Kill everyone, boys. I don't want a single soul left alive. I'll catch you for this. Bitches. Ooh, Team Deathmatch. All right. Gott, diese Waffe schießt so langsam. Ich könnte Hitpoints vertragen. Ach, das ist eine Shotgun, okay. Hitpoints. Sweet. Kein Double Jump für mich, okay. Fuck. Das war auch ein bisschen sehr stumpf. Verdammt, da habe ich irgendwie zu spät realisiert, dass die alle nicht zu mir gehören. No scope! Bitch, please. Congratulations, you've won this match. Max bin ich nämlich an. Wow, 10 Kills. Ich bin so awesome. Ich bin so awesome. Und wie ihr seht, es gibt einen Shop. Also einerseits kann man halt die Waffen langsam aufrüsten. Die kriegen nämlich XP, je mehr Kills man damit macht. Und man kann weitere Waffen freischalten. Eine ganze Menge. Braucht man aber jeweils 500 Punkte für. Das heißt, da muss man ein bisschen für sparen. Ja, es gibt halt auch verschiedene Modi. Es gibt halt Deathmatch, es gibt Team Deathmatch, es gibt Capture the Flag. Außerdem gibt es Last Man Standing und dann gibt es noch Team Last Man Standing, wenn man das so möchte. Also quasi Last Man Standing nur als Team, also von welchem Team halt zuletzt noch jemand steht. This is bad, guys. Real bad. We're going to go after our control points. We need to capture and keep as many as we can to win. Wenn das mal keine Capture the Flag, Capture the Flag Map, meine Fresse. Will ich ständig Flap sagen statt Flag. Capture the Flag Map, so. If you get out of this alive, Max, you should sign up to the United Earth Defense Force and get revenge for all of us. If we get out of this, then I promise I will. Alright, here we go. Ja, da auch wollte ich doch gar nicht. Da wollte ich hin.
läuft bislang noch ganz gut, würde ich sagen. Wenn man nicht aus Versehen außerhalb des Bildschirms klickt und dann nicht mehr laufen kann. Könnte alles ein bisschen größer sein. Ach, gerade so weiß auf gelb da oben lässt sich relativ schlecht lesen. Aber hey, wir haben gewonnen. Nicer Scheiß. Ach, 200 zu 129, das war ja easy, möchte ich sagen. Dann gehen wir mal in die dritte Mission. So, you're thinking of signing up to the United Earth Defense Force? Yes, sir. I have a score to settle with the people who destroyed my village. The UEDF is not about revenge, son. We're here to protect people, not hurt people. For that reason, I'm afraid I can't let you sign up. We don't need hotheads like you out to cause damage. The UEDF can't afford loose cannons. What? Oh, come on! Is there nothing you can do? I'm afraid not. Good day. Private Smolok! Whoa. Just what the hell is going on here? Did I just hear that a good, honest fighting man was being denied service? But sir, they... I don't want to hear the Smolok! If this person is not in uniform in the next 10 minutes, you'll be cleaning out the latrines for the rest of your career! Sir, yes sir! Now, what's your name, you pretty little thing? It's Max. Max, eh? That was my mother's name. Your mother's name was Max? What's a delicate little flower like you doing here? I came to sign up, sir. Did you know? Well, I do love a girl in uniform. A girl? But, sir... Hush, my little butternut pancake. There will be no time. There will be time for talk later, Toodles. Toodles? What? Okay, Rookie, listen up. The commander may have a soft spot for you, but if you don't pass this test, then you're not getting in. I'm ready for this. What do I need to do? Those over there are training bots. Hey. They are mindless killing machines with no compassion for Dr. Human Emotion? For compassion or human emotion. Das war ein O, kein D. I'm so alone. You will need to beat as many of those as we throw at you in a fight to death. You survive, you're in. Let's do this! Yay, Team Deathmatch again. Whoa! Aber bitte nicht direkt auf meinem Arsch spawnen. Ach ja, das sollten meine Hitpoints sein. Sackfratze. Soll ich denn hier was schaffen? Na toll.
Wie, das war schon? Okay. Na dann. Not bad, Rookie, but how will you do in a team game? Capture the enemy's flag and carry it back to your flag post. Every time you do get a point, the team with the most points at the end. Achso, every time you do, you get a point. The team with the most points at the end of the game wins. Rock and roll! Na toll. Fängt ja super an. So nicht. Was dann nicht weg. Hallo, was soll ich denn dagegen auch machen? Ah, okay, man kann also auch scoren, wenn die eigene Flagge nicht da ist. Hey, wir haben unsere Flagge wieder. Großartig. Ich habe keine Ahnung, was hier abgeht, aber ist schon okay. Hä, warum hat denn das rote Team jetzt gerade wann? Vor allem. Alter, diese Pistole macht einfach so gar keinen Schaden. Ich glaube, das verkacken wir. Das hat ja super funktioniert. Hm.
Na toll. Die Idee war so gut. Dann kamen die Hitpoints leider zu spät. Kann sich jemand mal bitte um die Fahne kümmern? Alles muss man hier selber machen. Hitpoints. Bitte, danke. So, dann steht es jetzt 9 zu 6, das könnte ja was werden. Yes! Sehr schön. So, dann kann ich jetzt nämlich im Shop auch mal eine neue Waffe kaufen. Und zwar nämlich die Ultra Gun. Ich weiß nicht, ob die wirklich Ultra ist, aber gucken wir einfach mal. Well, here we are on the planet of the Wampoons. Hope you're ready for your first mission, Rookie. This may be the first mission, but I've seen my fair share of action. Oh, this ain't exactly a mud wrestle, your granny contest. People can get hurt out here. No, the dead kind of hurt. Well, you pansies, shut up back there! There's no reason why a new recruit can't duke it out with the best of them just because she's a proud and beautiful woman. Quiet! There's a group of Wampoons now. Lols, oh my god. Oh my goodness, mega lols. Oh, we are so cute and harmless. Right, we'll get them now while they are unaware. Smallcock and Johnson, go around back and flank them. Sir, yes sir. And as for you, new recruit here, I'll be keeping a close eye on those tired little buns of you. I don't know whether that's reassuring or terrifying. Hurra, Team Deathmatch. Ja, so viel eigentlich auch schon zu dem Spiel. Hat ein bisschen was von Barbarians, falls ihr euch da noch dran erinnert, das kam ja vor wenigen Tagen. Und überraschenderweise ist es auch vom gleichen Menschen. Fancy Gun. Alter, stirb! Du auch. Dass ich da nicht gerade einfach festhing. Habe ich hier so ein... Oh ne, schade, ich dachte, ich hätte da vielleicht so ein Sprungteil. Was? Niemals. Verdammt. Okay. Irgendwie hatte ich gehofft, hier kommen Hitpoints.
Coins, please. Alter, dann halt nicht. Gehe ich halt drauf. Mir auch egal. Also eigentlich nicht, aber... Toll, mit der Pistole gegen das Schnellding. Was soll man denn da auch machen? Ja, okay, das war eher unclever. Ich hätte gerne mal eine andere Waffe. Na toll. Ausgerechnet die. Na, Shotgun kann schon eben. Ging es einfach nur darum, wer zuerst 15 Kills hat? Wahrscheinlich. Nun gut, so viel zu Combat Hero Adventures. Falls ihr auch ein bisschen Bock auf lustige Comic-Rumballerei habt, Link wie immer unten in der Videobeschreibung. Ansonsten vielen Dank fürs Zugucken, angenehmen Tag noch und bis zur nächsten Folge. Macht's gut, haut rein und tschüss.